Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier zum aktuellen CSGO Knife Giveaway. Im nachfolgenden Video erkläre ich, wie es funktioniert. Wer es sich nicht anschaut, kann nicht mitmachen, denn da ist erklärt, wie es funktioniert, ne? Vielen Dank an meinen Sponsor Skin Baron. Mein und euer Partner, wenn es darum geht, eure CSGO-Skins für echtes Geld zu verkaufen. Für echt Geld aufs Konto oder eben auf euer PayPal-Konto zum Beispiel. Das heißt, euer Skin-Geld vergammelt nicht auf Steam, wo ihr es halt eben dann nur für andere Skins oder Spiele ausgeben könnt, sondern ihr habt es richtig in der Hand dann, ne? Ihr könnt dann damit ein Boot kaufen. Geil, oder? An der Stelle erwähne ich jetzt, ja, ich sage hier dasselbe wie letztes Mal auch und wie in allen anderen Giveaway-Videos auch, denn jedes Mal sind neue Leute da, deswegen muss ich jedes Mal erklären, wie es geht. Ihr müsst kein Abonnent dieses YouTube-Kanals sein, um dieses Knife gewinnen zu können. Ihr müsst einfach nur aktiv schauen. Aktiv sein heißt einfach die Videos schauen und kommentieren, so wie es euch möglich ist. Ja, ihr sollt jetzt nicht durchbollern und euch alle Videos anschauen, die ich jemals gemacht habe. Einfach so, wie es euch eben passt, in euren Zeitplan reingucken. Was macht ihr denn so da, Gauner, ne? So, bumm. Ich lade im Moment auch nur jeden zweiten, sogar manchmal nur jeden dritten Tag was hoch. Das heißt, es ist komplett chillig, da mal was zu machen. Und natürlich sind meine Videos Perlen, ist klar. Wer sie nicht schaut, hat was vom Leben verpasst. Da lege ich euch direkt, aber wirklich direkt, diese Playlist hier ans Herz. Ich vergesse bestimmt, die jetzt einzublenden, aber da oben ist ein i. Da könnt ihr draufklicken und dann, da steht dann, macht Spaß. Da sind gerade 16 Videos drin. Die Videos sind im Schnitt 5 Minuten lang oder 6. Hartes Editing. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe. Guckt halt mal rein. Ich habe es ja schon erwähnt, das Knife gab es wieder von Skin Baron und es gab auch noch ein paar AK- und AWP-Skins. Die gibt es dann aber in den Livestreams. In den Livestreams gibt es auch Knives und Handschuhe und Pipapo. Aber YouTube soll ja auch nicht zu kurz kommen, deswegen jetzt hier wieder Knife für euch. Jetzt fragt ihr euch, wann streamt er denn? Tja, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, also auch heute ab 22 Uhr, bin ich wieder live auf Twitch. Man kann mit mir zusammen spielen, man kann da an Giveaways teilnehmen, die auch für Nicht-Abonnenten sind. Es gibt auch Only-Sub-Giveaways auf Twitch, aber es gibt eben auch, und die sind wirklich jedes Mal, zu jedem Stream, Giveaways für alle, also auch für Non-Subs, für Nicht-Follower, einfach für Zuschauer, die gerade da sind. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens, wie gewünscht, ein Deathmatch Spiel. Ich dachte kurz, ich kann das nicht verwenden, während ich gespielt habe, weil es so ziemlich gegen Anfang verschissen kacke lief. Ich habe das Pech des Grauens gehabt, richtig unangenehmes Momentum. Aber danach ist es dann doch ganz, ich sag mal, ihr seht's ja im Video. Wie man jetzt genau dran teilnimmt und wie man dann auch an seinen Gewinn kommt und so weiter, erkläre ich euch jetzt. Erstens, Aktivität ist alles. Wenn ihr jetzt in der Zeit, solange wie das Giveaway läuft, schön aktiv seid hier auf YouTube, dann seid ihr mit in dem Gewinnerpool drin, aus dem dann später eben der Gewinner gezogen wird. Wer jetzt hier nur schreibt, oh cool, ja, ich mach mit, haha, und dann nicht mehr da ist, der kann natürlich nichts gewinnen, ja. Wer ab heute unter jedes Video schreibt, tolles Video, oder nice, oder gerne mehr, der hat dann natürlich auch schlechte Karten, weil mir klar ist, dass derjenige die Videos nicht anschaut. Der macht sie auf, kommentiert kurz und geht wieder. Und das ist höchst behindert. Darum hat man dabei natürlich auch dann überhaupt keine Chance. Man soll einfach die Videos anschauen und da wird sich dann schon irgendwas Kommentartechnisches finden lassen. Ja, ihr sollt mir ja keinen Brief schreiben oder so. Einfach ein normaler Videokommentar. Und eben nicht sowas wie, oh, erster. Denn ich habe es ja vorhin gesagt, dadurch wachse ich. Also dadurch haben wir den Kanal dahin gebracht, wo er ist, durch diese Giveaways. Wir haben sehr viele Stammnutzer, die mittlerweile so gebunden sind, dass sie wirklich immer und überall dabei sind. Die kamen alle über die Giveaways. Die dachten sich am Anfang wahrscheinlich, shit, jetzt muss ich dem zugucken, damit ich das Knife oder die M4 oder irgendwas bekomme. Naja, mache ich's halt. Und über meinen Content haben sie dann zu mir gefunden. Und genau als sowas sehe ich diese Giveaways auch an, als erweiterte Bühne, auf der ich nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekomme für das, was ich mache. Bitte nehmt nicht dieses Video als Norm für die restlichen Videos auf diesem Kanal an. Das Giveaway-Video hier ist jetzt komplett unbearbeitet. Ja, es ist einfach nackt hingeschissen. Da ist jetzt kein Können drin, ich weiß. In meinen sonstigen Videos aber schon. Deswegen verweise ich euch direkt auf die Playlist. Macht sie einfach mal auf und schaut durch, ob euch da was interessiert. Nun ja, das Giveaway geht 14 Tage. Nach 14 Tagen kommt dann ein Video, also ein ganz normales Video von mir. Und in diesem Video nenne ich dann mehr oder weniger beiläufig, also so nach dem Motto, ach ja, übrigens, im letzten Giveaway hat Peter gewonnen. Und dann weiß der Peter Bescheid. Und unter dieses Video schreibt mir dann einfach der Gewinner, hey, ich habe gehört, dass ich gewonnen habe. Dann sage ich, ja, du hast gewonnen, schick mir mal deinen Trade-Link. Und dann bekomme ich den Trade-Link desjenigen. Wer hier seinen Trade-Link drunter schreibt, unter dieses Video, wird direkt gelöscht. Also ich meine, meistens kommt es gar nicht durch. Die Sachen kommen direkt in den Spam-Ordner, diese Links. Das heißt für euch, dass ihr 14 Tage und dann nochmal ein, zwei Tage plus aktiv sein solltet, wenn ihr wirklich nur wegen dem Giveaway dann da seid oder immer noch da seid, weil ihr sonst verpasst, dass ihr gewonnen habt. Der Gewinner hat dann nach seiner Veröffentlichung 10 Tage Zeit, sich zu melden bei mir und seinen Skin eben abzuholen. Wenn das nicht passiert, verfällt der Gewinn und dann haue ich den einfach wieder raus. Zweite Notwendigkeit, damit ich weiß, wer überhaupt alles mitmacht, das habe ich nämlich letztes Mal vergessen und das war dann ein bisschen schwierig für mich, da rauszufuchteln, wer halt eben dabei ist und wer nicht. Es gibt einige, die schauen sich so ein Video an, kommentieren, aber wollen gar nicht gewinnen, ne?
Meistens schreiben sie es dazu, aber für mich ist am einfachsten, wenn ihr anmerkt, dass ihr mitmacht. Und zwar mit folgendem Satz oder Inhalt. Schreibt in euren Kommentar hinein, also in den Kommentar, den ihr vielleicht schon längst geschrieben habt, den könnt ihr wieder bearbeiten. Schreibt da rein, wie gut euch die Map gefällt, die ich im Video spiele. Also ein einfaches Ich mach mit reicht nicht. Ich werde auch direkt wieder die Chance nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung, für die ganzen Skins, die ich eben von euch bekomme. 98% meiner gesamten Skins sind von euch. Der Rest von Skin Baron, aber das haue ich ja eh immer direkt raus, deswegen habe ich da nicht viel im Inventar. Vielen Dank für alles, vor allem natürlich für eure Aktivität. Das ist für mich hier auf YouTube das Beste, was ihr machen könnt. Einfach die Videos halt schauen, ne? Noch einen kleinen Kommentar da lassen, je nachdem, wie es euch gefallen hat, einen Daumen hoch oder runter geben und gut ist. Das freut mich dann sehr und es ist gut für den Kanal, weil wir dann eben noch besser wachsen können, wenn die Videos auch schön geguckt werden, also zu 100%, wenn ihr die durchlaufen lasst, Interaktion und so weiter. Das ist super. Dafür ein großes Dankeschön. Ach ja, und noch als Info am Rande. Diese Giveaways werden jetzt alle 14 Tage beziehungsweise alle 3 Wochen stattfinden. Das heißt, ihr braucht dann gar nicht zu gehen. Wenn ihr ein Giveaway nicht gewinnt, dann könnt ihr vielleicht das nächste gewinnen oder das nächste oder das nächste oder das nächste. Immer so weiter. Wem die Chancen hier zu gering sind, der sollte auf jeden Fall in die Streams kommen. Denn in den Streams gibt es, wie gesagt, immer Giveaways. Meistens 3 Dinge. Also dienstags 3 Skins, donnerstags 3 Skins und freitags 3 Skins. Ich verschenke also allein in diesen Livestreams 9 Skins die Woche an alle. Also an jeden, der einfach da ist. Und in diesen Streams sind wir im Moment, ich glaube, wenn es hochkommt, im Schnitt 50 Leute. Das heißt, da sind dann nur 49 andere mit dir. Und es geht um 3 Dinge. Das heißt, man hat 3-mal die Chance, was zu gewinnen. Jeden Stream. Ich kann schon immer wieder sagen. Okay. Ja. Gut. Und was ein Zufall. Heute ist gerade wieder einer. 22 Uhr, komm vorbei. Ja, haut ordentlich rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.